Promka, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Raid WoW. Und heute befinden wir uns in Kalimdor, unten in Tanaris, wo wir in die Höhlen der Zeit einmal hineinschauen, wo wir uns die Endzeit mal genau betrachten. So, wie man in die Höhlen der Zeit kommt, das habe ich ja in den Höhlen der Zeit Teil 1, habe ich das ja schon mal angesprochen. Von daher, wenn ihr Interesse habt, dann verfolgt das doch mal dort. So, und hier sind wir jetzt in der Endzeit. Und unser Job ist es, die Echos zu besiegen. Es gibt verschiedene Echos. Man hat den smaragdgrünen Drachenschein, den Azur-Drachenschein, den Rubin-Drachenschein, den Obsidian-Drachenschein und den Bronze-Drachenschein. Das sind jeweils verschiedene Bosse und die variieren jedes Mal. Und ich bin mal gespannt, welche drei Bosse das wir heute bekommen. So, man kann hier natürlich auch frei rumreiten, wie man denn lustig ist. Hier oben sieht man Todesschwinge, Eier da tot, ein bisschen in der Gegend rum. Da ist die Orgrims Hammer und irgendwo, ich weiß gar nicht, ist das Allianzluftschiff hier auch irgendwo? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist ja auch egal. So, wenn man hier dann draufklickt, geht es dann auch schon zum ersten Drachenschrein. Das ist alles, was vom Azur-Drachenschrein übrig ist. Ein gewaltiger Kampf zertrümmerte die Pfade der Zeit, die aus diesem verlassenen Ort führten. Setzt die über den Boden verteilten Fragmente wieder zusammen und besiegt den gefangenen Geist, um weiterzukommen. Ja, also man muss hier Fragment von Jainas Stab sammeln. Insgesamt hier oben sieht man es. Ein paar Stückchen. Hier kann man auch reiten und man muss halt aufpassen, dass man die jeweilige Mobgruppe dann entweder nicht pullt oder zeitgemäß platt macht. So, kommt mal her, ihr kleinen Schlauberger. So, achso, ich sollte mal wieder meinen Schnellplündern ausmachen. Das ist falsch. Jeder so. Damit ich nicht jeden Mist mitnehme. So, die Gruppen haben teilweise Heiler mit dabei. Jeder zum Beispiel. Die sollten natürlich dann gefokust werden. So, das Zeug zum Dissen bzw. Verkaufen nehmen wir auch noch mit. Wenn man dann alle Fragmente zusammen hat, kommt dann auch Jaina herself quasi. Und dann kann man die unboxen. So, man hat das immer so gemacht, man eiert einmal komplett im Kreis rum. Oder zum späteren Zeitpunkt hat man das dann auch so gemacht, dass eine Halbgruppe links rum, eine Halbgruppe rechts rum. Und dann hat man sich da arrangiert, dass man das möglichst schnell über die Bühne gebracht hat. Ich bin außer Reichweite. Lass mich. So, zum Bosskampf selber gibt es dann auch ein bisschen was zu erzählen. Denn da musste man auf das ein oder andere achten. Ein bisschen Movement war auch mit dabei. Aber im Großen und Ganzen war der doch recht einfach. Da war es hier bei der Banshee-Königin war schon ein bisschen, ich sag mal, damage-lastiger. Aber auch das hat man dann so mit der Zeit bekommen. Ist halt so, wie immer, wenn irgendwelche neuen Instanzen oder sowas da sind, da braucht man erstmal eine Zeit lang, sollte die Leute eine Zeit lang probieren lassen und so nach ja, 2 bis 3 Wochen kann man dann auch mal über einen Random Finder reingehen, weil dann haben es auch die begriffen. So, da haben wir noch eins und da haben wir noch eins. So, die Mobgruppe macht man noch. Die hier hat man besonders gemacht, weil der Boss kommt nämlich dann hier vorne. Deshalb hat man die Mobgruppe gemacht, um sich frei bewegen zu können. So, das nehmen wir alles mit. Und ich habe irgendwo eins vergessen. Super. Ach da, gucke. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich werde diesen Schrein auf Leben und Tod verteidigen. Geht, bevor es zum Kampf kommt. Ja, das wollen wir ja. Boxen wir sie mal an. Ich verabscheue es, Gewalt anzuwenden. So. Dann warten wir mal ein bisschen, bis sie hier ihren... Genau, diese Dinger hier, da sollte man nicht zu nah dran stehen. Vielleicht wird dies eure Gemüter kühlen. Falsch rum. Man sollte dran stehen, damit man quasi den AE, den das Teil machen würde, würde es explodieren, verhindern kann. Einfach reingestellt und weg ist es. Dann die Frostklingen, sag ich mal, oder was immer das war, den ganz normal ausweichen.
Und dann spielt man die runter. So, ich kann das mal kurz demonstrieren, wenn das Ding zu groß wird. Die haben übrigens, glaube ich, auch geslowt, ne? Ach, hat mich verfehlt. Naja. Auf jeden Fall, so ist der ganze Bosskampf und dann haut man ihr auf die Nase und dann ist auch gut. Ich glaube, die war es, die so einen lustigen Bogen fallen lässt. Eine Plattenbrust. Naja, nehmen wir mal mit. So, wenn man das hat, hat man hier hinten ein lustiges Portal. Durch das geht man zum nächsten Schrein. Einfach hier dann den untersten. Und dann sind wir jetzt im Obsidian-Drachenschrein. Obsidian. Die unsterblichen Flammen sind alles, was von diesem heiligen Ort übrig ist. Ich spüre viel Zorn hier. Eine kochende Wut, kaum im Zaum gehalten. Seid wachsam. So, wenn wir diesem Land Frieden bringen, falls ihr Murosond gegenübertreten wollt. Ja, wenn man längere Zeit. Seid ihr für das verantwortlich, was hier geschehen ist? Haben wir es denn jetzt? Sehr schön. Wenn man längere Zeit hier gestanden ist, hat es sein können, dass man die Ad-Gruppe hier pullt. Und im Normalfall ist man direkt aufgestiegen und ist nach unten geritten. Ist hier ein bisschen zickzack gelaufen und dann hat man hier gar nichts gepult. Und hier musste man aufpassen, denn man muss durch einen beherzten Sprung einmal komplett bis rüber, weil die Lava, die macht permanent Schaden. So, sobald man den Boss hier angegriffen hat, man hat das immer ein bisschen aufgeteilt. Der Tank stand meistens drüben und dann haben sich die zwei Gruppen hier aufgeteilt. Denn er springt irgendwann einmal auf eine der Plattformen, die dann kaputt geht. Und da muss man gucken, dass man möglichst schnell auf die andere Plattform geht. Da hat man natürlich dann die verschiedenen Sachen, wie als Hexenmeister kann man ein Portal stellen, dass die alle mit drüber gehen und so weiter und so fort. Ist relativ einfach. Dann schmeißt er noch das Totem auf ein. Das Totem hat man dann nehmen können und auf ihn zurückwerfen können, was eine Menge Schaden gemacht hat. Und ja, das war's eigentlich. Mehr hat man bei ihm nicht beachten müssen. Dunkle Schrecken habt ihr über diesen Ort gebracht. Bei der Ehre meiner Vorfahren werde ich euch eine Lektion erteilen. Ja, ist ja gut. So, da ist das Totem. Das wirft einen natürlich zurück. Da ist man hingegangen, hat sich das Totem genommen und hat es auf ihn zurückgeworfen. So, ich kann mal kurz gucken, ob ich es noch hinbekomme, ein dämonisches Tor zu bauen. Es wird keinen Ausweg geben. Hallo, benutzt doch das Tor. Dann halt nicht. So, komm, hüpf da raus. So. Bin ich. Was habe ich getan? Verzeih mir, mein Vater. Es gibt eine Axt. So, wenn man das hatte, aufsatteln und dann gab es mal wieder einen dieser lustigen Punkte, wo man gerne gestorben ist, denn dann hat man die Ad-Gruppen beim Zurücklaufen gepult. Hat es alles schon gegeben. So, dann gehen wir auf zum letzten. Und zwar zum Bronzedrachenschrein. Der ist immer gleich. Und zwar befindet sich dort der Endgegner. So, man hat die hier, die äußeren beiden hier, die hat man gefokust, weil die haben nämlich einen richtig dämlichen Angriff gehabt, der jede Menge Schaden gemacht hat. Das heißt, man hat sie in Eisfallen gehaut, man hat sie gefiert, alles Mögliche. Damals war ich noch blind und ich wusste ja. Ihr wollt was? Ist so weit mich hier aufhalten? Das Schicksal ändern, an dem ich so unermüdlich geschwebt habe? So, ich erzähl gleich was zum Boss. Ich habe ganz Ihr seid wie ein blinder Wurm, der auf den ewigen Wahnsinn zukriecht. Ich habe die wahre Endzeit erlebt. Das hier ist ein Segen, den ihr nicht begreifen könnt. So, zum Boss. Hier sieht man eine große Sanduhr. Man hat im Normalfall einen Klicker eingeteilt. Also meist ein Range-DD. Weil es verhält sich nämlich so, sobald der Kampf hier beginnt und zum Klicker gesagt wurde drücken, hat er die Sanduhr betätigt. Dann wurde die Zeit zurückgedreht. Das heißt, ein Kampfrausch, der gezogen wurde oder Zeitkrümmung wurde zurückgesetzt, konnte nochmal genutzt werden. Dann die Funken haben sich wieder regeneriert, das Leben, das Mana, es hat sich, also die komplette Zeit wurde zurückgedreht auf den Ausgangspunkt, bis auf das Leben vom Boss.
man hat das genutzt. Er macht AEs auf dem Boden, wenn das zu viel wurden. Oder wenn halt irgendeiner kurz vorm Sterben war, dann hat man das auch genutzt. Aber ich zeig das einfach mal. So, ich setze mir einmal schnell hier so ein kleines Portal her, für die Einfachkeit. So, hier sieht man so ein kleines Spiegelbild und genau da werden wir wieder rauskommen. Geht mit meinem Segen und benutzt das Stundenglas der Zeit, um Murosond zu besiegen. So, hier sieht man, da kommen überall die AE-Effekte, wo er diesen Plöppel hier hinschießt. Schwanz und Kopf sind Drachen üblicherweise natürlich Gift. Und er wurde meistens so getankt, dass der Kopf hier entweder in diese oder in die andere Richtung gezeigt hat, damit eben genau dieser Feueratem dann der Gruppe keinen Schaden zufügt. So, und wenn dann eine Menge von diesen lustigen AE-Effekten da waren, ist man hin. Hat das einmal gedrückt. Alles läuft zurück und es konnte losgehen. Und man sieht, man hat da noch einen kleinen Dings dazu gehabt. Speedbuff. So, jetzt laufen wir ein Stückchen und dann betätigen wir es nochmal. Verrückt, bei der gleichen Vorgehensweise andere Ergebnisse zu erwarten. Das lädt immer noch auf. Ja, und so hat man ihn dann halt runtergespielt, ne? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ihr wisst nicht, was ihr getan habt. Oh Mann, Schul. Was ich gesehen habe. Es ist geschehen. Der Augenblick meines Ablebens. Der Kreis ist geschlossen. Mein zukünftiges Ich wird keinen Schaden mehr verursachen. Jo. Und doch werde ich wieder dem Wahnsinn verfallen. Und ihr, Helden, werdet mich bezwingen. Der Kreislauf wird sich wiederholen. So ist es nun mal. Was zählt ist, dass Azeroth nicht gefallen ist. Dass wir überlebt haben, um weiter zu kämpfen. Jo. So. Alles, was zählt, ist dieser Moment. So, darf ich jetzt, danke. So, dann gucken wir doch mal, was in dieser schönen Kiste da auf uns wartet. Eine Plattenschulter. Oh, ja, geht so. Und eine Stoffbrust. Naja, die ist jetzt auch nicht so. Sieht eher aus wie ein Schlafanzug. So, das war es aus der Endzeit, meine Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch was, eine schöne Zeit, macht's gut und tschüssi.